Berlinale 2014, Sprungbrett für junge Talente. Im Gespräch der Leiter von Berlinale Talents, Matthijs Wouter Knoll. Matthijs, als vor über 10 Jahren die Berlinale mit ihrer Nachwuchssektion startete, da war das fast noch ein Kindergarten sozusagen für junge Filmemacher. Und inzwischen ist es eine der wichtigsten und auch der erfolgreichsten Sektionen geworden. Fast schon ein Markenzeichen auch der Berlinale. Wie kam es zu diesem Erfolg der Nachwuchssektion Berlinale Talents? Ich glaube, dass das Geheimnis nach wie vor vom Berlinale Talents ist, dass es eine Veranstaltung ist, die parallel an einem großen Filmfestival stattfindet, wo aber sozusagen junge, aufstrebende Filmemacher aus aller Welt eingeladen werden. Und ich glaube, überhaupt zu einem Festival wie Berlin eingeladen zu werden, eigentlich eine Woche lang geholfen zu werden, unterstützt zu werden, die Möglichkeit zu haben, sich auszutauschen mit anderen Leuten aus der ganzen Welt, die eigentlich auf der gleichen Ebene sind und auch genauso weit sind in ihrer Karriere. Ich glaube, das ist ein Geheimnis, was für viele, die noch nie bei Berlinale Talents waren, manchmal schwer zu verstehen ist. Wenn man aber einmal da war und merkt, wie toll es für die Leute ist, da eingeladen zu werden, sieht man auch, was es für eine Energie gibt, wie viel die Nachwuchsfilmemacher auch davon haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch nach 12 Jahren noch immer ein Erfolg und wird es auch immer erfolgreich. Und da sieht man ja eigentlich auch, wie dieses Jahr wieder bei der Berlinale. Und auch an der Zahl der Bewerbungen. Sie haben sich durch Tausende von Bewerbungen durchgekämpft, haben 300 Talents ausgesucht, weltweit aus fast 80 Ländern. Gibt es das typische Profil des jungen Nachwuchsfilmemachers von heute? Nee, gibt es nicht. Und das ist auch gut so, weil es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Bewerbungen. Wir bekommen mittlerweile über 4000 Bewerbungen in der Welt. Es gibt ein großes Team, was sich da durchkämpft. Bin sehr froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Die 300 Leute, die wir auswählen, sind sehr unterschiedlich, kommen dieses Jahr aus 79 Ländern der Welt. Wo sind da die Hotspots? Die Hotspots sind, also dieses Jahr zum Beispiel gab es richtig, war ganz klar, dass es ganz viele gute Bewerbungen und gute Filmemacher und spannende Geschichten gibt aus Südamerika. Also zum Beispiel aus Chile, aus Brasilien, Mexiko auch und Peru zum Beispiel sind Länder, wo man wahnsinnig starke Bewerbungen bekommen hat. Wir haben auch vermehrt Leute aus diesen Ländern eingeladen dieses Jahr. Und das ändert sich auch jedes Jahr. Es gibt nicht jedes Jahr Bewerbungen aus diesen Ländern, wo man sagt, wow, das ist wirklich beeindruckend. Zurück zu der Frage, welches Profil gibt es von jungen Filmemachern? Ich meine, was für uns wichtig ist, dass Leute schon richtig angefangen haben, Filme zu machen, also auch richtig eine Karriere schon haben. Wir suchen gezielt nach Leuten, die 5 bis 10 Jahre schon tätig sind. Das heißt, die haben schon Kurzfilme gemacht, vielleicht auch mal einen Langfilm. Und wichtig für uns ist eigentlich vor allem, dass die sich auch realisieren, dass sie aus ihrem eigenen Land raus möchten, sich international vernetzen möchten und auch etwas zu erzählen haben, was für ein internationales Publikum interessant sein könnte. Und ich glaube, dieses Bewusstsein und auch zu wissen und zu wollen, dass sie sich sozusagen weiterentwickeln, das ist für uns sehr wichtig, damit sie auch eingeladen werden können hier bei uns. Sie haben sogar Ableger gebildet, Berlinale Talents, in Buenos Aires, in Tokio. Weltweit gibt es 5 oder 6 Festivals, die eigene Talentsbereiche haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Ja. Wie guckt man denn eigentlich in diesen Ländern auf das deutsche, auf das europäische Kino? Ist das noch, hat das Vorbildcharakter? Ist das noch was, was überhaupt interessiert? Das interessiert auf jeden Fall. Ich meine, nach wie vor ist natürlich Europa ein Markt, wo es viele Möglichkeiten gibt, auch für Filmemacher, Filme, also Unterstützung zu bekommen für Filme, also Förderung, aber auch natürlich Co-Produktion, aber grundsätzlich auch Ausbildung. Man darf ja nicht vergessen, dass es in Europa wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Ich glaube, Deutschland spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, Plattformen zu bilden und anzubieten, wo man sich vernetzen kann, wo man sich weiterbilden kann. Und ich glaube, auch in Deutschland gibt es ein ungemein großes Interesse für internationales Kino, also in der Filmindustrie und auch während der Berlinale. Und ich glaube, wenn man ein junger Filmemacher ist aus, sage ich jetzt mal, Asien, Lateinamerika, weiß man ganz genau, dass es sich wirklich lohnt, nach Berlin zu kommen, nach Deutschland zu kommen und da auch sozusagen sich zu vernetzen. Und auch zu versuchen, da also Leute zu finden, mit denen man zusammenarbeiten kann, weil die Möglichkeit besteht nach wie vor und ist sogar sehr beliebt, glaube ich, bei ausländischen Filmemachern. Eine der Veranstaltungen ist New German Cinema. Das wird angeboten. Neues deutsches Kino. Spielt denn diese Idee nationaler Kinos überhaupt noch eine Rolle in so einer international vernetzten Filmemacher-Community? Ja und nein. Ich meine, ich glaube, was uns sehr wichtig ist, ist nicht zu tun. Ging es nur darum, Geschichten zu erzählen und die sind irgendwie universell und immer die gleichen Geschichten. Es ist für uns, glaube ich, auch wichtig zu betonen, dass man gerade dadurch, dass man auch Geschichten erzählt, die
Also sehr speziell sich aufs eigene Land oder auf die eigene Kultur fokussieren, dass es auch sehr stark und sehr wichtig ist und dass es manchmal auch die interessantesten Filme sind. Also auch wenn es um meinen eigenen Geschmack geht, gucke ich mich lieber Filme an, die wirklich auch mir etwas erzählen über, wo die Filmemacher herkommen, lokale Geschichten. Ich glaube, dass es nach wie vor aber ein Interesse auch daran gibt und deswegen machen wir auch die Veranstaltung, wie man im eigenen Land aber auch Traditionen oder bestimmte Geschichten, die man erwartet aus einem Land, wie man das auch durchbrechen kann und wie man da auch neue Sachen erzählen kann. Und New German Cinema, die Berliner Schule, also der Titel ist leicht provokativ. Es ist natürlich auch, es geht auch darum, dass man sozusagen eine neue Generation da vorstellt von Filmemachern, die vor 20 Jahren angefangen haben, andere Geschichten zu erzählen und ein anderes Deutschland auch zu zeigen. Und ja, da sind dann Christian Petzold und Maren Ade und Benjamin Heisenberg kommen zu uns und erzählen darüber und tauschen sich dann auch aus mit den Filmemachern, die zum Berliner Talents eingeladen sind. Namen, die bei den Filmfans in der ganzen Welt natürlich extrem bekannt sind und beliebt sind, aber nicht bei einem großen Publikum. Reden wir über die digitale Revolution, die natürlich auch das Kino erreicht hat. Filme machen ist heute viel einfacher geworden, mit Kameras, mit Mobiltelefonen sogar, wenn nichts anderes mehr da ist. Und die Verbreitungsmöglichkeiten über soziale Medien, über das Internet sind auch viel einfacher. Diese jungen Filmemacher, werden die ein anderes Kino machen in der Zukunft als das wir heute kennen? Ich glaube, sie werden anders arbeiten. Ich hoffe, sie machen nicht unbedingt ein anderes Kino. Ich glaube, dass natürlich dadurch, dass man zum Beispiel digital dreht heutzutage und andere Verleih- und Vertriebsmöglichkeiten hat, die auch sehr mehr digital und online und so weiter sich abspielen, also grundsätzlich auch die Vernetzung von den Filmemachern fängt ja erstmal online an meistens. Ich hoffe aber, dass nicht die Geschichten sich dadurch ändern. Das sieht man auch in der Realität. Die Geschichten bleiben einfach, wie die Geschichten waren. Natürlich ändern sich die Geschichten auch je nachdem, wie die Zeit sich ändert. Aber um ein Beispiel zu nennen, also die meisten, die bei uns eingeladen worden sind, drehen eigentlich ausschließlich auf digitale Kameraformate. Vor ein paar Jahren wollten alle noch auf 35 drehen. Da gibt es bestimmt noch einige und bestimmt einige machen das auch noch. Aber mittlerweile ist es einfach sehr üblich, dass man mit digitalen Kameras, wie zum Beispiel mit den Canon-Kameras, Canon ist auch eins unserer Partner bei dem Event, dass man damit dreht und dadurch auch eine Möglichkeit hat, Geschichten anders zu erzählen. Man hat nicht mehr diese großen Kameras, es ist viel einfacher, mit Kameras zu drehen. Und genauso ist es, wenn man die Filme gemacht hat und die ans Publikum natürlich zeigen möchte. Man ist nicht nur mehr davon abhängig, ob man Kino in der Nähe hat, man kann ja auch auf andere Plattformen zeigen. Das ist die Realität von heute und dadurch, also die Filmemacher, die bei uns sind, sind daran gewöhnt. Also man muss auch nicht mehr diskutieren darüber, ob das jetzt wichtig ist oder wie man es macht, das wissen die meisten, die bei uns sind. Und das funktioniert da deswegen eigentlich ganz gut und ist auch ganz spannend, weil ich glaube, dadurch auch ein Event wie die Berlinale etwas davon haben kann, dass es eine Riesengruppe von jungen Leuten gibt, die richtig also professionell schon unterwegs sind in der Industrie, die aber auch viel mehr Erfahrung haben und für die viele Sachen viel selbstverständlicher sind, wenn es darum geht, wie man mit neuen Formaten und neuen Plattformen umgeht. Was erwartet die Talente denn dieses Jahr 2014? Stars? Holen Sie die Stars von der Berlinale, vom Roten Teppich auch zu den jungen Talenten? Ja, auch. Also es gibt insgesamt, sagen wir jetzt mal so 120 Experten. Wir nennen die alle Experten, die bei uns sozusagen zu den Berlinale Talents kommen. Da gibt es auch Stars der Berlinale, also Leute, die auch neue Filme hier vorstellen bei der Berlinale, auch aus dem Wettbewerb. Es gibt aber auch viele Leute, und das sieht man nicht so ganz oft, wenn man bei Berlinale Talents ist, die sozusagen eher unsichtbar den Talenten auch helfen. Es gibt Script Editors, also Leute, die wirklich in Drehbuch zum Beispiel beraten. Produzenten, die zu uns kommen und die auch Leute unterstützen, ihren Filme, also eine Strategie zu entwickeln, wie man ihre Filme finanzieren und machen kann. Es gibt eine Menge Highlights, also das Thema dieses Jahr fokussiert sich sehr auf Drehbuch und Geschichten entwickeln und vor allem, wie man Geschichten auch mal anders erzählen kann als üblich oder erwartet oder wie vielleicht schneller kommerziell erfolgreich. Wie politisch ist denn das Interesse der Filmemacher heute? Gibt es noch einen engagierten Film? In Zeiten weltweiter Proteste ist das ein Thema? Auf jeden Fall. Es ist sehr unterschiedlich und auch sehr spannend zu sehen. Also Sie können sich vorstellen, es kommen 300 Leute zu uns. Die Hälfte der Leute kommt aus Europa, das sind ja ein europäisches Projekt. Die andere Hälfte kommt aus der Rest der Welt. Man sieht da sehr große Unterschiede, wenn es um politisches Engagement geht, wenn es darum geht, was man gerne erzählen möchte, auch wie man Geschichten erzählt. In Europa gibt es den Fokus auf politisches Geschehen nicht so wirklich.
manchmal erstaunlicherweise, weil auch in Europa ja einiges irgendwie passiert, los ist oder sogar, also wenn man politisch etwas sieht, dann geht es um die Krise in europäischen Filmen im Ausland. Das ist aber Großteil der Welt, sage ich jetzt mal, also Asien, aber vor allem auch Lateinamerika, wie gerade schon erwähnt, merkt man, dass eigentlich automatisch die Geschichten auch politischer sind, dass Leute sich auch mehr mit ihrem Umfeld, mit der Gesellschaft beschäftigen und dass die Geschichten sich da auf eigentlich direkt darauf beziehen manchmal. Viele Talents kommen zurück. Später, ja. Oder heute schon, ja. Frühere Talents auf den Wettbewerb in die anderen Sektionen des Filmfestivals, der Berlinale. Das heißt, die Berlinale hat sich mit den Talents sozusagen ihren eigenen Nachwuchs rekrutiert, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, das Erfreuliche ist, dass dieses Jahr zum Beispiel 62 Filme im Berlinale-Programm von Alumni, von Berlinale Talents gemacht worden sind. Das ist ja eine Riesenzahl. Die Zahl vermehrt sich auch jedes Jahr. 79 Filmemacher haben an diese 62 Filme gearbeitet. Filmemacher heißen bei uns ja auch Produzenten, Sounddesigner, Schauspieler. Die meisten kommen auch zurück. Also wir freuen uns natürlich darüber schon sehr. Wir zeigen auch eine Menge von diesen Filmen, die bei der Berlinale laufen, auch bei uns im Herbert-Theater. Die Filmemacher kommen auch zurück zu uns und erzählen sozusagen auch die diesjährigen Talente, wie sie es geschafft haben, innerhalb 2, 3 Jahren wieder zurück zur Berlinale zu kommen und einen tollen Film gemacht zu haben. Also das ist schon ein großes Erfolg und für die Berlinale auch richtig toll, dass man dadurch einfach sozusagen auch einen Zuwachs hat von neuen spannenden Leuten beim Festival. Wenn man so viel organisieren muss wie Sie im Augenblick, kommt man dann überhaupt noch zum Filme gucken selber jetzt auf der Berlinale? Während der Berlinale richtig bei den Premieren dabei zu sein und auch die Filmteams selber ihre Filme vorstellen zu sehen, ist schwierig. Also ich mache das eigentlich meistens nach dem Event. Also Berlinale Talents läuft ja bis zum 13., also bis Donnerstag. Und man hat danach noch ein bisschen Zeit, Filme zu gucken. Das ist natürlich ganz schön. Ja. Also wir dürfen Sie beneiden. Danke, Matthias, für das Gespräch. Ja. Thank you.